AM fragt Pete Smeed. Habt ihr schon mal über das Auswandern nachgedacht, gerade in Bezug auf aktuelle Probleme? Ich habe schon mal darüber nachgedacht, auszuwandern, ja. Aber ganz oft ist das Gras auf der anderen Seite des Flusses grüner, als man denkt. Nicht grüner, als man denkt. So rum geht so der Spruch. Wie auch immer, ja. Ist halt nur auf den ersten Blick so. Natürlich gibt es infrastrukturell und auch politisch Nachteile hier in Deutschland, definitiv, ja. Abgesehen davon ist es aber ja ganz gut. Ja, also ich will damit nicht sagen, dass ja alles super läuft, das ist überhaupt nicht gemein, sondern dass wir schon hier in einem Land leben, wo mehr oder weniger alles ganz okay ist. Und ich bin auch auf der anderen Seite immer der Meinung, dass der Einfluss der Politik auch an vielen Stellen überbewertet ist. Ja, also klar, gibt es so ganz klare Regelungen, die so einen Weg zeigen. Okay, aber mein Erfolg im Leben wird nicht dadurch gebremst oder verbessert, weil es eine Rundfunklizenz gibt oder weil es einen Rundfunkbeitrag gibt oder ähnliches, ja. Sondern mein Erfolg wird dadurch gebremst oder gefördert, dass ich halt Freiheiten habe, Wettbewerb und den halt ausnutzen kann und mir halt im Prinzip mehr oder weniger Leute nicht so viel auf den Sack gehen. Also im Sinne von Repressionen, die stehen vor der Tür, der Staat ist hier, bla bla bla. Und deswegen mache ich da tatsächlich von der Lebensqualität in vielen Ländern gar keinen so großen Unterschied. Weil ich aber da der Meinung bin. Also ich in dem einen Staat muss ich halt irgendwie eine Rundfunklizenz haben, dafür brauche ich dann in Holland wieder irgendwas anderes, in der Schweiz brauche ich wieder irgendwas anderes, also die Lebenshaltungskosten dann noch viel höher und. Ich sehe da nicht so den riesen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Also im Sinne von, ich kann mir quasi aussuchen, was von dem, was ich scheiße finde, kann ich haben, aber ich werde nicht das Land finden, wo alles geil ist. Also, auswandern wegen Rundfunkgebühren? Nee, gar nicht. Dafür geht es einem hier in Deutschland viel zu gut. Nee. Also ja, natürlich hat man darüber mal nachgedacht. Ich habe immer gesagt, so wenn ich ein Land habe, wo ich, wenn dann hin auswandern würde, wäre es Holland oder Niederlande. Und das bleibt auch weiterhin eigentlich so bestehen, weil einfach nicht wegen irgendwelchen Corona-Sachen, Rundfunkgebühren etc., sondern einfach, weil das Land halt nice ist. Und ich finde Holland ziemlich nice. Deswegen würde ich das halt nehmen. Ich habe noch nie ehrlich über das Auswandern nachgedacht. Meine Familie wohnt hier, die Familie meiner Freundin wohnt hier. Meine Freunde sind hier alle in der Nähe und da bin ich nicht flexibel genug, um zu sagen, yo, ich hau jetzt ohne euch alle ab. Oder meine Familie ist nicht flexibel genug, um zu sagen, yo, ich komm mit. Außerdem mag ich tatsächlich Deutschland, das muss ich wirklich sagen. Ich mag grundsätzlich die Menschen hier. In vielen Bereichen natürlich ist nichts perfekt und ist auch nicht Sönne und so. Also es gibt halt verschiedene unterschiedliche, aber ich meine so vom Grundsätzlichen, die deutsche Kultur ist mir jetzt nicht fern. Bin sehr typisch deutsch da in vielen Bereichen. Deswegen, wir haben natürlich auch Probleme, ja, und ich könnte mit Sicherheit mit dem, was wir verdienen, in anderen Ländern sehr viel luxuriöser leben, aber das ist ja auch ein bisschen asozial, oder? Wenn du halt hier in Deutschland groß geworden bist mit allen Vorteilen, die du hast und dann Geld verdienst und sagst, ja, tschö, ich habe das jetzt zwar genossen, aber ich hau jetzt ab und geh in ein billigeres Land. Das wäre ja auch nicht cool, oder? Na gut, aber vielleicht mach ich's irgendwann, ich denke aber nicht. Ja, schon mal drüber nachgedacht, aber nicht so wirklich. Also so Amerika ist ja ganz cool oder hey, dann wenn ich nach Bora Bora aus oder nach Madeira, Teneriffa, keine Ahnung. Aber nee, Deutschland ist eigentlich ziemlich cool. So alleine schon, was die Grundversorgung angeht, auch so, was halt Kinder und also Gesundheitswesen angeht, so das Schulische, ja, ne. Aber könnte ich jetzt zum Beispiel auch nach Spanien auswandern und ich könnte halt kein Spanisch, ne. Und wenn Julius dort aufwachsen würde, sollte der dann ja auch schon Spanisch lernen, ne? Und Deutsch halt. Aber da muss man schon ziemlich gut die Sprache auch sprechen, dass das funktioniert. In den USA hätte man das vielleicht machen können, aber ich glaube, also da die USA faszinieren halt auf eine gewisse Art und Weise in bestimmten Bereichen, aber halt auch nicht in allen. Gerade in dieser, ich wohne da halt überhaupt nicht so. Da gibt es so viele negative Sachen, die mich davon abhalten würden, dorthin zu ziehen.
wo ich einfach weiß, hier ist geiler. Also ich finde es eigentlich Deutschland ziemlich geil. Und ich würde hier auch nicht wegziehen.